ja, Ranger in Danger hier nochmal im Hankenswittener Otterzentrum. Tatsächlich gibt es hier noch andere Tiere und wir befinden uns jetzt hier im Eingang zum Raubtierhaus und als Jurassic Jens werde ich jetzt in eines der gefährlichsten Raubtierhäuser Deutschlands gehen. Es sieht ein bisschen aus wie der Märchenwald und die Bewohner heißen auch Schneewittchen und die sieben Zwerge. Das heißt, ich werde mich hier jetzt in ein wildes Getümmel stürzen. Ich habe mich mit einem Stargast verabredet. Heute geht es einmal mit einem Gartensprung hinunter. Habe mich hier auch verabredet mit unserer Landstreicherin. Oh, es ist aber gefährlich hier. Das sind die gefährlichsten Raubtiere Deutschlands. Ja. Oder ist es etwa Fred, unser freches Frettchen? Ach, da ist es ja schon hier, Fred. Unser freches Frettchen. Zwei der sieben Zwerge haben wir hier schon. Frettchen sind zwar Raubtiere und es handelt sich dabei um die domestizierte, also die Heimtierform des Iltisses. Ja, interessierte kleine Gesellen hier und ich bin ganz erschöpft, es ist wieder so ein warmer Tag gewesen heute. Ich glaube, ich setze mich erstmal hin. Und Frettchen sind halt für ihre Fröhlichkeit und für ihre fröhlichen Streiche bekannt. Ah, sitze noch nicht ganz richtig hier, merke ich gerade. So, aber was war das denn? Hat man das gehört? Da war doch so ein kleiner, das war doch ein Pupskissen hier. Ups. Das war wohl meins. Ja, also das war ja gar nicht so ganz lustig. Aber es riecht ja auch ein bisschen drin. Warum ist denn das so? Die riechen ja eigentlich ganz gut, aber... Hm? Ja, das kannst du mir mal erklären, wenn ich... Oh, da sehen wir das freche Frettchen schon wieder am Bein. Oh. Ist das Schneewittchen gewesen? Das ist das Schneewittchen. Das war das Schneewittchen. Also, auch Fred, unser freches Frettchen, das freche Schneewittchen, ist ja noch ein bisschen frecher unterwegs. In ganz vielen verschiedenen Farben. Die Wildform des Iltis ist meist mehr so braun, aber wir sehen hier auch etwas hellere Frettchen. Auch die Kamerafrau wird hier angegangen. Das ist ja noch viel schöner, als ich mir das geträumt habe. Heute ist mal nicht der Ranger in Danger, sondern alle anderen. Entschuldigung, ich schon mal für die Aufnahmen. Die Kamerafrau ist auch ein interessierter Zeitgenosse, ein interessierter Gegenstand. So schlecht wie das Furzkissen funktioniert hat, so gut funktionieren hier also auch die anderen Frettchen. Und mir ist wirklich sehr, sehr warm. Das war jetzt gar kein Witz. Ich glaube, hier sehe ich auch schon eine gute alte Wasserflasche. Ja. Ja, unser Wasserfrettchen ist ja unser Frettchen. Das ist ein bisschen heller gefärbt, aber auch groß. Unser großes Fastfood-Frettchen in rostbraun hier. Also wie auch die echten Frettchen auch. Unsere Perlsacktiere in schönen großen Farben verfügbar. Ach. So, das hat also einen guten Stand hier. Aber kann man das denn einfach so trinken? Ja. Das ist ja ein besonderes Frettchenwasser. Da ist unten irgendwas drin. Ach, hier beißt es mich schon ins Bein hier. Sehen Sie, dass die Ranger in Danger wird ja auch attackiert vom weißen Fleckenfrettchen. Geht es hier in den Fuß? Sehen Sie das überhaupt? Haben Sie das im Bild hier? Naja, und von allen Seiten hier die Gefahr. Haar drin, ja, sagen Sie. Ja, guck, ist irgendwas drin, glaube ich. Ja, ich gucke noch mal ein bisschen tiefer rein. Wow, Gottes Willen! Um Gottes Willen! Das freche Frettchen kriegt hier also gleich eine kleine Dusche. Auch das ein beliebter Streich von Landstreicherin Leonie. Hm, ganz ehrlich, diese Streiche waren mir ein bisschen zu groß. Wir haben ja auch Zwergfrettchen dabei. Frühreife Frettchen. Und frühreife Frettchen erkennt man immer ein bisschen daran. Ich habe hier eben so ein komisches Papier rumliegen sehen, an dem schon ein bisschen genagt wurde. So, das ist so ein Schmuddelmagazin. Wo ist denn das? Ich kann kaum noch was sehen. Ach, hier. Das ist natürlich keine schöne Gehegedeko hier. FKK, Frettchen kontra Klamotten. Präsentiert von Freddy, unserem frühreifen Frettchen. Da kommt einmal her. Da ist der Freddy. Herr Freddy, das frühreife Frettchen. Also Frettchen gehen relativ schnell auch schon in die Offensive. Und solche Schmuddelhefte, die müssen wir natürlich hier aus dem Gehege entfernen. Das möchte ja kein Mensch lesen. Ne? Das ist aber doch ganz spannend. Aber gut. Der Hut. Da sind ja auch ein paar interessante Bilder drin. Wir sehen das Frettchen und das Furzkissen hier. Streiche ohne Ende. Einen letzten haben wir vielleicht noch. Dieses Heft ist verstörend. Nehmen Sie das doch mal wieder. Dieses Heft ist ganz verstörend hier. Also das frühreife Frettchen ein bisschen kleiner. Das ist auch bei den Frettchen, glaube ich, auch so. Die Schneewittchen ist das dominante Tier. Alle anderen hier ein bisschen kleiner. Alle auch sehr neugierig. Und zum Abschluss wollen wir auch noch ein bisschen was füttern. Die fressen ja ganz gerne so eine Frettchenpaste. Ja, ne? Aber auch hier so ein kleiner Stick. Und ich habe mir auch eine kleine Portion Pommes frites organisiert. Kann ich mal gerade haben. Und Frettchen sind auch dafür bekannt, die haben tatsächlich einen sehr, sehr kurzen Verdauungstrakt, keinen Blinddarm und einen sehr, sehr kurzen Dickdarm. Die müssen also auch immer wieder fressen. Und mal gucken, wer schneller ist. Ich um eine Tüte Pommes frites hier oder die Frettchen und ihre Snacks. Bei drei geht's los. Drei. Ja. Oh. Pommes frites, oh, sind deutlich zu sauer für den Ranger. Und für die Frettchen ist das deutlich interessanter hier. Ich kann kaum noch was sehen. Verschwitzt, verfurzt, es stinkt hier auch ein bisschen. Man sagt ja auch, stinken wie eine Iltis, denn man weiß auch bei Frettchen, die haben so ähnliche, also zumindest die Iltisse als die Wildform, die haben so ähnliche Analdrüsen wie auch Stinktiere. Und wenn man da angespritzt wird, da ist das wirklich kein schönes Erlebnis, gerade an heißen Sommertagen. Ja, die Frettchen haben genauso wenig Hunger wie ich nach diesem Biss in diesen sauren Pommes. Den können sie auch mal wieder nehmen.
Aber, und die beißen auch ganz schön. Also wirklich Ranger in Danger im Raubtierhaus hier. Einer meiner gefahrvollsten Aufträge bisher. Wo ist eigentlich unser zweiter Freddy hin? Ah, es klettert auf meinem Fuß. Unser zweiter Freddy ist nicht ganz im Bilde. Aber was soll's, ich würde sagen, wir füttern noch ein bisschen zu Ende. Ich hoffe, mich wird hier kein weiterer Streich mehr ereilen und würde sagen, bis zur nächsten Folge Ranger in Danger. Landstreicherin Leonie und Jurassic Fred sagen, auf die Plätze, bis zum Frettchen.